Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Heute werden die nächsten rausgeschickt und hoffentlich werde ich dieses Mal daran denken, die richtigen zu trainieren. Wir haben hier ja noch Zilord, der rumhängt. Zilord möchte auch noch trainieren und das Glück. Und zwar hier unten. Da kannst du einmal ganz kurz hin am Anfang der Folge, aber wehe, ich werde angegriffen wegen dir. Es geht ja bestimmt aus der Tür und ich werde angegriffen. Nix, nein. Wir hatten gestern übrigens 95%! Und jetzt, ja. So, lala. Gucken wir mal, was haben wir denn heute? Führe den Tempomodus aus, müssen wir immer noch zwischendurch machen. Alles unter 30% werde ich jetzt mal versuchen. Easy. Oh, das kann ich sogar zweimal machen. Ja, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Sehr schön. Dann gehen wir in diesen Raum weiter. 29% ist kritisch. Aber geschafft. Gehen wir zu Kill. Mal gucken, ob es Kill reißen kann. Ganz alleine. 12% Kill. Na gut, ist einfach ein Raum, ne? So, noch einer. Komm, Kill. Schaffst du. Sehr schön. Gehen wir zu den Hydraulikgärten. Die haben es nicht geschafft. Oh, das ist bitter. Ah, es ist nur ein Feuer. Aber nur ein Feuer. Hydraulikgärten Stufe 3. Tut weh. Tut weh. Kann man nicht anders ausdrücken. Naja. Gut, wir nutzen die Zeit, um eine Sache zu ergänzen. Da keiner von euch irgendwie großartig Telefonkosten angibt, werde ich das jetzt anders regeln. Ich werde jetzt nämlich ein Radiostudio bauen und diejenigen, die rausfliegen, gehen dahin und suchen sich quasi Ersatz. Wir machen das einfach so, weil wenn ihr da nicht mit kooperieren wollt, dann müssen wir das auch nicht so machen. Weil schlussendlich wird King Julian die ganze Vault neu bevölkern oder irgendjemand anderes und deswegen wird es auch in Staffel 2 quasi fallen gelassen. Keine Telefonkosten, kein Telefonieren, es sei denn, ihr wollt unbedingt mit jemandem ein Kind zeugen und euch gegenseitig absprechen, wie viel das kostet. Das könnt ihr natürlich machen. So ist es nicht. Aber wir werden das jetzt mal so beibehalten. Ist auch weniger stressig wegen Schwangerschaft, das hast du nicht gesehen. Da mache ich es mir jetzt einfach. Naja. Deadline müsste jetzt, Zilord meine ich, Zilord müsste jetzt hier unten angekommen sein. Da ist er. Und für alle, die noch mitmachen wollen, wenn wir gerade schon dabei sind, wir haben hier noch einige Charaktere frei, die ihr nehmen könnt. Wir haben hier zum Beispiel die 23, die frei ist. Wir haben die 29, die frei ist. Und wir haben die 31, die frei ist und die 25. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Bewerbung schreiben. Einfach nur Name plus gewünschte Nummer. Und am besten ist es eine Nummer, die nicht belegt ist. Ne? Also was ignoriere ich nicht gekonnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Nummer 3 sein wollt, aber Nummer 3 ist ja ihr, ja. Dann könnt ihr nicht Nummer 3 sein, weil das ja schon jemand anderen gehört. Verstehst du? Verstehst du? You know it. So, gut. Wir können anfangen. Ich fange an, jetzt mal Leute rauszuschicken. Wir beginnen mit, wer war gestern alles draußen? So, ich hab's wieder. King Julian durfte nicht raus. Mr. Grün war der Letzte. Aiden Core war der Letzte. Baxi ist im Urlaub. Awesome Vloggerin ist im Urlaub. Jetzt müsste dran sein Ehrengardist. Ehrengardist, möchtest du etwas Spezielles trainieren? Wir haben da nichts. Wir haben Zilord mit Glück, den wir jetzt einmal ganz kurz dran nehmen werden. Ihr seht schon, heute bin ich ein bisschen koordinierter als gestern. Ich weiß nicht, was gestern los war. Vielleicht war es einfach schon zu spät zu öffnen. Ich war auch völlig genervt von diesen ganzen... Die Uhrzeit wird umgestellt. Mittlerweile mache ich das einfach so, dass ich die Uhrzeit komplett resette. Das heißt, wir sind jetzt quasi am richtigen Tag. Zur richtigen Uhrzeit, so dass sich die Zeit nicht zurückstellt. Und ja, so einfach geht das. Ich habe jetzt keinen Stress. Sobald ich Zeit vorspule, ist es auch schon so weit, dass ich die Leute ja zurückschicke. Weswegen ich kein Problem mehr haben werde mit dem ganzen Kram. Ja, ganz easy. Kein Stress. Kein Stress. Alles ist gut, Zero. Alles ist gut, ja. Alles ist gut. Niemand tut dir weh. So. Baxi ist im Urlaub und kann sein Glück aber nicht trainieren, deswegen nehme ich ihn aus der Liste raus.
Wir haben ihren gedisst. Du gehst mal raus mit 25, 15. Und natürlich der richtigen Rüstung. Und zwar hast du die Nummer 10. Du trägst eine T51F-Rüstung. Da. So, und du gehst raus. Als nächstes kommt der Terrorboy. So, chillt im Diner. Mit sogar der richtigen Rüstung. Du gehst aus, auch raus mit 25, 15. Oder auch nicht. Er möchte trainieren. Aber diesmal habe ich rechtzeitig geguckt. Keine Sorge, wir schicken dich gleich zurück. Oh, ist defekt. Wir warten mal ganz kurz, bis er halbwegs draußen ist. Und kommt einfach wieder zurück. Ja, ich bin gespannt, wie das hier mit den beiden Reaktoren aussieht. Wie gesagt, ihr solltet da aufpassen, dass da genug Leute drin sind. Denn es kann gut sein, dass die Volt dadurch quasi keinen Strom mehr hat und somit alle ziemlich tot sind. Ah, komm mal zurück, Dude. Komm mal zurück. Weil das könnte tatsächlich hier der Untergang der Volt sein. Mal gucken, was passieren wird. Hey, du sitzt. Ja, schön. Wir schicken schon mal Deadline raus. Der geht ja heute auch raus. Nicht raus, sondern zum Glück trainieren. Zusammen mit dem Terra. Dann würde schon passen. Dann vergesse ich die beiden auch nicht und kann sie direkt löschen. Und weiß, dass ich jetzt durch bin mit dem Training und kann gleich einfach aufs Inventar zurückgreifen. Welche. Habe ich Ehrengardes zurückgeschickt? Oh, was ist denn los? Hä? Wie verwirrend war das denn? Naja. So. Ach, Deadline darf heute auch nicht raus. Gut, denke ich mal dahin. So viele Leute, die nicht raus dürfen. Terraboy, wie sieht's mit dir aus? Darfst du überhaupt raus? Terraboy darf raus. Woo! Ist immer so ein Glücksspiel, ne? 25, 15. Gut. Somit können die nächsten raus. Ich guck mal ganz kurz, wie viel übrig bleiben. Wir haben ja derzeit draußen. Zwei Leute, Terraboy und Ehrengardist. Eins, zwei. Drei. Okay, dann schicken wir fünf raus. Dann war es das tatsächlich für heute, weil die meisten sind jetzt momentan im Urlaub. Und einer fliegt, wie gesagt. Und Deadline darf nicht raus. Schön. Das läuft. Gut, dann geht als erstes raus Muffin. Muffin, du hast, ja. Drei right away. Viel Spaß damit. Dann haben wir Hardcore Luca. Der hat ein Stimpact und ein Red Away. Dann haben wir Zealot. Ach, der ist an der Voltür, stimmt. Serana. Serana, wo bist du? Da bist du. Serana. Du bekommst erstmal ein Ödlandchirurg. Ein Ödlandchirurg. Da. Und du bekommst 25, 15. So. Ja, das waren eigentlich alle. Wie gesagt, Deadline darfst du leider nicht raus, weil du heute dein Glück maximiert hast. Das heißt, wenn man etwas maximiert hat, darf man am selben Tag nicht raus. Am besten kombiniert ihr es direkt mit dem Vault, mit der Vault-Tür. Das Ding ist, Deadline hat ja geskippt. Er hat mit Double X getauscht. Und Deadline, an deiner Stelle hätte ich einfach mit, keine Ahnung, Zealot getauscht oder spätestens mit Terraboy. Also wäre der Gedanke gewesen. Wir bauen jetzt erstmal ein Radiostudio. Genau an der Stelle. Es
wird der Blix wahrscheinlich nicht freuen, weil er es dann wahrscheinlich auch kaufen muss. Und dann schicken wir da rein den Ilja, denn Ilja fliegt heute raus. Er war jetzt zu lange nicht aktiv dabei und deswegen sucht er sich jetzt einen Ersatz, damit er dann rausfliegt. Ich finde, das ist eine recht bequeme Art und Weise. Wir stufen das Ganze auch auf Stufe 3 auf, damit es ein bisschen fixer geht und damit auch die Vault ein bisschen happier wird. Also das hier wird gleich ein bisschen steigen, sobald er da drin ist und ein bisschen aufzeichnet. Und dann kann ich das hier auch aus- und anmachen, nur für die Vault und Ödland. Ist eigentlich ganz cool. Also wer Bock hat, darf hier auch rumchillen, keine Ahnung, was es bringt. Aber ihr werdet dann im Radiostudio unterwegs. So, und ich würde sagen, die Zeit ist gekommen. Wir warten auf einen Questauftrag im Ödland und sehen uns dann gleich wieder. So, Freunde, es ist soweit. Wir haben es gefunden. Terraboy hat eine Red Rocket Raststätte gefunden. Oh yeah. Mal gucken, was er findet. Bin gespannt. Folgendes, Ilja hatte zwei Haustiere, die werden natürlich auch versteigert. Die könnt ihr quasi mitsamt dem Mr. Handy kaufen, wenn ihr wollt. Aber wir gehen erstmal rein. Die Rettung in der Not. Ich bin ganz alleine und habe keine Vorräte mehr. Oh. Deine Entbehrungen sind vorbei. Im Vault gibt's von allem genug. In dem Fall bin ich dabei. Okay, er kriegt einen Charakter, wieso nicht? Cool. Ein dummer Charakter, der dachte, hier ist die Tür. Naja. Kämen wir zurück zum Ödland. Ja, das ging schnell. Grace Taylor gehört jetzt Terraboy. Und somit haben wir wieder einen neuen in der Vault, den Terraboy bestimmen kann. So. Ja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich fange jetzt an vorzuspulen, beziehungsweise wir öffnen erstmal unsere Lunchbox für heute. Gucken, was sich da drinnen befindet. Kronkorken. Verbessertes Luftgewehr. Wasser. Garn. Und eine Bikerjacke, die wird nun auf dem Marktplatz erscheinen. Und die könnt ihr kaufen für, keine Ahnung. S6 ist schon gut, ne? Sagen wir 5000 Kronkorken. So, ich habe es eingetragen und damit geht's weiter. Ich spule jetzt vor, wir sehen uns gleich wieder. Alter Ehrengedist, 4 Tage, 21 Stunden, aber es wird Zeit für dich zurückzukehren. Ah, krass. Der hört auch nicht mehr auf zu laufen. So, ist schon im Vault zurück. Weißt du, die anderen sind schon längst im Vault zurück, ohne dass ich sie zurückgespult habe. Ah, Terraboy läuft noch ein bisschen. So, und Serana kommt auch zurück. So, und damit sind alle zurückgekehrt. Ilja hat Ersatz für sich gefunden. Kelly Page. Ilja hatte die 3. So, das heißt, wir benennen Kelly Page um. In 03. Ilja wird sich aus der Vault verabschieden. Und Kelly Page wird dafür nach unten geschickt. Zu den anderen Mädels, zu denen ihr euch bewerben könnt, wenn ihr... 99. Warum seid ihr alle so happy? Ist das wegen Flushy und Corky? Wie OP sind die denn? Holy shit. Naja, Zeit die Prozente wieder zu sinken, indem wir die Leute reinschicken. Wir beginnen mit Muffin, die 08. Muffin hat genug Plätze frei. Wir gucken mal. Muffin sucht nichts Spezielles. Wir verkaufen seine Gegenstände für 170. Ja. 628 bekommt er dazu. Muffin, wie sieht es bei dir aus? Ach, deswegen. Du hattest nur 3 Reds. Naja, gut. Da kann man auch nichts finden. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken für dich. Und Muffin, das sieht echt nicht gut aus für dich, wenn du so weiter machst. Das ist schon, ich glaube, nicht so cool. So, Hardcore Luca, 4824 Kronkorken und 280 Kronkorken.
So, du suchst nichts Spezielles, du hast ein Gauss-Gewehr an. Ja, aber das reicht nicht, um irgendwas in der Wall zu reißen. Es sei denn, du willst ein bisschen Müll behalten, da musst du aber Bescheid sagen. Wenn du mir Bescheid sagst, oder Double X Bescheid sagst, dann werden wir bei deinem Namen im Inventar eine Notiz hinterlassen, was du suchst, und das werde ich dir auf jeden Fall raussuchen. Für alles andere gucke ich immer, was in der Vault benötigt wird, und das ist momentan halt nicht wirklich viel. Und deswegen bekommst du noch 100, 250 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Kronkorken. Serana 4804 Kronkorken plus 520 Kronkorken. Ich guck mal nach. Serana sucht tatsächlich etwas, und zwar Schaufeln. Da haben wir eine Schaufel. Serana, du hast Platz für 2, 4, 6 Sachen. Und wir gucken uns mal an, was du gerne behalten möchtest. Mal gucken. Ja, das sieht doch gut aus. Nicht viel, aber nützliches. Und zwar eine Schaufel und ein Gaussgewehr gebe ich dir. Du trägst ein Plasmagewehr, das ist gering besser als das Gaussgewehr, aber immerhin. Zudem kriegst du die robuste Gefechtsrüstung. Plus 100, 200, 300, 400, 500, 50 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Und damit sammeln wir dich ein. Terraboy, du kriegst eine Person dazu, und du bekommst 750 Kronkorken plus 8929. Terraboy ist die 09 und sucht Mikroskope, Platinen und Giddies. So. Ja, Komiker-Outfit. Und ziemlich viel Müll. So, du bekommst 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 200. 1200 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Und du bekommst 1, 2, 3, 4. Gar nichts kriegst du. Dein Inventar ist voll. Na gut. Dann kriegst du noch zusätzlich 100 Kronkorken, 200 Kronkorken mit dazu noch drauf. Ja, und damit haben wir alles verkauft. Wir sammeln dich ein. Und du kriegst auf jeden Fall die Troller hier. Ja, ich glaube, du musst erstmal ankommen. Von Terra. Auch sie wird hier nach unten geschickt. Zu den anderen. So, und damit vergrößert sich die Vault. Wir haben jetzt 33 Mitbewohner. Und ich glaube, ab 40 wird es knüppeldicke, Freunde. 40 wird es knüppeldicke. So, Ehrengardist. Der Langläufer hier. Nummer 10. Platinen und Giddies sucht er. Ehrengardist. Auch dein Inventar ist knüppelvoll, deswegen verkaufen wir den normalen Gegenstand für 1030 und verkaufen den ganzen anderen Kram hier, weil du ja nichts mehr tragen kannst. Oh, so traurig, was du alles hier verkaufen musst. Eieiei. Man sieht schon, ab einem bestimmten Zeitpunkt im Ödland bekommt man einfach keinen billigen Schrott mehr. Das ist schon ab hier. Ab hier bekommt er keinen billigen Schrott mehr. Dann wird es immer besser und immer besser und immer besser. Naja, du bekommst zusätzlich 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 2000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 3000, 100. 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3900, nur ein Schrott. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken noch mit dazu. Alter Schwede. Und damit sammeln wir dich ein.
Ja, das war der letzte, Freunde. Und ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Wir haben einiges gerissen, einiges getan. Ein Charakter ist rausgeflogen, ein neuer ist dazugekommen, wie es immer so kommt. Und das Stromproblem ist natürlich da. Wir haben natürlich Leute. Natürlich zum Schluss. Ganzen Folgen lang nichts und dann zum Schluss, wenn ich die Folge beenden will, kommen die und greifen an. Naja, ist ja auch nicht so wild. Auf jeden Fall, das könnte ein großes Problem hier werden. Wir haben natürlich noch Nachzügler, die da reinkommen, die heute draußen waren. Einige sind im Urlaub, aber wenn uns der Strom ausgeht, Freunde, dann geht im Vault die Licht aus. Die Licht aus. Sirus, gut in Deutsch, das Licht. Naja, lassen wir sie erstmal verprügeln hier. Vielleicht lassen die auch irgendwas Hübsches fallen. Nö. Prozent Glücklichkeit. Abnormal. So, die Katze hat irgendwelche Probleme. Ansonsten. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht mit unseren Atomkraftwerken. Ob sie weiterhin funktionieren werden oder ob das Licht ausgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.